Ich begrüße Sie zu unserer heutigen Open Lecture in unserer Serie von Veranstaltungen, in der wir ein Blitzlicht werfen möchten und schauen möchten, wie ist der Stand der Diskussion in den verschiedenen Bildungssektoren, wie ist der Stand der Diskussion im Umgang mit der aktuellen Krise, was für Aktivitäten gibt es, um mit der Herausforderung durch die Corona-Krise fertig zu werden. Und wir haben in den letzten Sitzungen bereits Vertreter aus dem Bereich Erwachsenenbildung gehabt, aus dem Bereich Hochschule, aus dem Bereich der Sekundarstufe. Und heute freue ich mich ganz besonders, dass wir einen Blick auf die Primarstufe werfen können und die Frage stellen können, was passiert dort, was sind da eigentlich die aktuellen Entwicklungen? Vielfach wird angenommen, dass in der Primarstufe das Thema Digitalisierung ja noch sehr weit weg ist, dass da die jüngsten Kinder ja zu diesem Thema wenig Bezug hätten in der Schule und vielleicht auch die Lehrkräfte dem Thema doch sehr skeptisch gegenüber eingestellt sind. Heute wollen wir das einmal beleuchten und schauen, welche Wege gibt es da. Und ja, als Gast haben wir Diane Aretz von einer Schule in Nordrhein-Westfalen und Gerhard Brandhofer von der Pädagogischen Hochschule Niederösterreich. Und ja, vielleicht möchten Sie sich kurz vorstellen, Frau Aretz. Guten Morgen zusammen. Genau, ich bin Grundschullehrerin in Heiligenhaus in Nordrhein-Westfalen, einer zweizügigen Schule, die jetzt in den letzten Jahren schon sehr viel Wert darauf gelegt hat, sich digital auszustatten, weil man ja weiß, was kommt. Genau. Und ich freue mich auf die nächste Stunde. Ja, danke. Herr Brandhofer. Ja, einen schönen guten Morgen. Pädagogische Hochschule Niederösterreich ist mein Ort, wo ich arbeiten darf. Und wir haben zum einen ein Forschungsprojekt, zum anderen ein Projekt zur Unterstützung von Schulen gestartet in der Zeit des Corona-Lernens, und dadurch haben wir sehr viele Rückmeldungen unterschiedlichster Schularten erhalten, eben auch von der Volksschule. Und mein Arbeitsbereich selber an der Pädagogischen Hochschule, ich habe eine Hochschulprofessur für Mediendidaktik und informatische Bildung. Mhm. Wir sollten zur Klarheit sagen, dass Sie nicht in einer realen Schulklasse sitzen in Österreich, sonst würde man hier eine falsche Vermutung haben, sondern es ist ein eingeblendetes Bild eines Museums. Insofern kommen wir doch vielleicht direkt auf die Situation bei Ihnen in Österreich zu sprechen. Die wenigen Zahlen, die uns vorliegen, machen ja deutlich, dass die Situation in Deutschland schlechter ist im Hinblick auf die Ausstattung und die Nutzung digitaler Medien als in Österreich oder der deutschsprachigen Schweiz. Wie ist momentan der Stand der sozusagen regulären Beschulung? Findet Unterricht statt im Präsenzformat bei Ihnen? In welchem Umfang findet das momentan schon statt? Ja, es kommt auf die Zählung drauf an, wie man diese Phasen zählt. Momentan sind wir nach meiner Einschätzung in der Phase 3. Das heißt, also Phase 1 war so Üben und Vertiefen im Distanzunterricht. Dann Phase 2 auch neues Lernen im Distanzunterricht. Und jetzt sind wir mittlerweile in der Phase 3 angekommen, die Phase des Schichtbetriebes. Das heißt also, Schulklassen wurden geteilt, halbiert. Eine Klasse, Hälfte geht regulär in den Unterricht, in der Schule. Die andere Hälfte hat Hausübungstage. Wird von Schule zu Schule unterschiedlich gehandhabt. Manchmal wird tageweise gewechselt, manchmal wird in Blöcken gewechselt, in wieder anderen Schulen wochenweise. Und das funktioniert auch unterschiedlich gut und ist momentan natürlich für die Lehrenden eine besondere Herausforderung, weil sie zum einen die Schüler, die an der Schule sind, im Unterricht haben, zum anderen aber auch jene mitdenken sollten, die zu Hause ihre Hausübungstage haben. Und zum dritten, es gibt ja auch Risikogruppen unter den Schülern und Schülerinnen, beziehungsweise wo die Eltern zu den Risikogruppen gehören, und die sollten dann auch noch eingebunden werden in den Fernunterricht, was oft eine ziemliche Herausforderung ist. Was für Risikogruppen haben Sie da besonders im Blick? Jetzt von der epidemiologischen Sicht, also jene, die gesundheitlich vorbelastet sind und zur Risikogruppe gehören würden bei einer Infektion. Mhm. Und
denen ist es freigestellt, ob sie wirklich den Unterricht besuchen wollen oder nicht. Ja, und bei den Eltern ist es auch so, dass es ja Eltern gibt, die Lungentransplantation hatten zuvor oder anderes und die sich davor scheuen, dass durch das Kind dann eine Infektion in die Familie kommt. Und diese Eltern plädieren dann auch dafür und sorgen dafür, dass die Kinder eben nicht in den Unterricht gehen. Lassen Sie uns ein bisschen über die Ausstattung und die Rahmenbedingungen des digitalen Lernens in Österreich sprechen. Fühlen Sie sich gut aufgestellt? Ja, das ist eine gute und gute Frage und da könnte man sehr lange darüber diskutieren. Wir haben ja versucht, bei verschiedenen Untersuchungen das festzumachen. Es ist ganz einfach sehr schwierig festzumachen, ob wie es ausschaut mit der digitalen Ausstattung. So generell drüber gesehen über ein Land, über Österreich, Deutschland, über die Bundesländer vielleicht noch schwieriger, weil es noch diffiziler ist, auch in der Schweiz. So die Lehrmeinung ist jene, dass Österreich grundsätzlich nicht schlecht ausgestattet ist, dass es aber eine sehr, sehr große Bandbreite gibt und die Bandbreite noch größer ist als in Deutschland und in der Schweiz. Das heißt, es gibt wirkliche Vorreiterschulen, die absolut top sind und die sehr oft auch dann ins Scheinwerferlicht kommen und in den Fokus kommen. Und es gibt auch Schulen, die im Bereich des Digitalen noch wenig bis nichts gemacht haben. Also offensichtlich eine sehr starke auch Autonomie und der Schulen sehr stark auch abhängig von der eigenverantwortlichen Aufnahme durch Schulleitungen. Wer sind da die treibenden Kräfte aus Ihrer Sicht? Genau, das ist der eine Punkt. Und der andere, es hat auch seitens des Ministeriums viele Leuchtturmprojekte gegeben, wo, also Stichwort E-Education-Projekt, wo es Member-Schulen und Expert-Schulen gegeben hat, die gezielt gefördert wurden, die sich ausgetauscht haben und die immer weiter vorangeschritten sind und andere Schulen sind in dem Bereich zurückgeblieben. Die übliche Herausforderung ist, so wie es wahrscheinlich auch in allen anderen Schulen der Welt ist, es gibt einige Vorreiter, einige Pioniere unter den Lehrenden, die das vorantreiben, die versuchen, ihre Kolleginnen und Kollegen mitzuziehen. Das gelingt manchmal, manchmal nicht und das hängt sehr, sehr oft von Einzelpersonen ab. Und das ist auch oft so, wenn diese Einzelpersonen diese Schule dann verlassen, woanders hingehen, dass ein innovatives Projekt oft in sich zusammenbricht. Ja, ja. Ja, wenn wir über Einzelschulen reden, über Leuchtturmprojekte, Vorreiter, dann schauen wir doch einmal auf die Schule von Frau Aretz und wie dort das Lernen an einer Primarschule stattfindet, gerade jetzt unter den aktuellen Bedingungen. Vermutlich werden wir dort einen Einblick kriegen können, der nicht typisch ist für eine Grundschule. Aber vielleicht berichten Sie, wie Sie in den letzten Wochen mit der Situation umgegangen sind an Ihrer Schule. Gerne. Also wir haben schon seit 2007 an unserer Schule ein Moodle-System. Das heißt, die Kommunikation mit den Eltern findet digital statt, das uns jetzt einfach auch bei manchen kurzfristigen Informationen, die wir erhalten haben, unkompliziert an die Eltern weitergeben konnten. Und da haben wir einfach schon einen großen Vorteil anderen Schulen gegenüber, die noch sehr viel auf Printmedien da legen müssen. Was ich jetzt direkt weg sagen kann, ist, dass Lugineo NRW LMS ist ein Lernmanagementsystem, was jetzt jede Grundschule für sich beantragen kann. Die Freischaltung geht relativ schnell und zügig und da arbeiten wir als Bezirksregierung Düsseldorf, aber auch die anderen ziehen nach, dass Moodle so gesehen an jede Schule kommen kann, dass das bei jeder Schule möglich ist. Ja, ja. Also eigentlich die Voraussetzungen werden Schritt für Schritt langsam geschaffen und im Grunde genommen eben halt unter dem Label Logileo vertreibt NRW letztlich jetzt auch dann einen Zugang zu einem Moodle-System, genau. Zu einer Moodle-Instanz für die Schulen. Interessant ist ja, dass Sie sagen, das Moodle, was Sie aufgesetzt haben vor über 10 Jahren, dient der Kommunikation mit den Eltern vor allem. Das finde ich jetzt interessant. Ist das für Sie der wichtigste Kommunikationsweg über Moodle an die Eltern oder jetzt mit den Schülern? Jetzt auch natürlich mit den Schülern. Also vorher auch schon mit den größeren, also den Dritt- und Viertklässlern.
aber da eher vereinzelt, aber jetzt seit der Schulschließung auf jeden Fall vermehrt mit den Schülern. Da wurden auch Videokonferenzen durchgeführt. Es war auch jetzt nicht Moodle, wird ja manchmal so als PDF-Schleuder oder ja. Speicherplatz verstanden. Das haben wir ganz anders gemacht, auch so, dass wir das einfach als Schule auch vertreten können. Haben Videos hochgeladen, Erklärvideos, die Kollegen selber gemacht haben, was sie vorher auch noch nicht so verfolgt haben. Sehr motivierende Videos, dass die Kinder daraufhin auch, was Herr Brandhofer ja auch schon gesagt hat, diese zweite Phase, Wissen neu erlernen, nicht nur wiederholen, auch dann im Homeschooling stattfinden konnte. Ich finde das sehr schön. Sie nutzen Moodle ja wirklich so auch als öffentliche Seite, um eigentlich über die Schule zu informieren, eigentlich als Homepage der Schule. Und insofern ist die Moodle-Installation eigentlich, also sozusagen hat ganz viele Funktionen in der Kommunikation an verschiedene Stakeholder, würde man sagen. Eine Frage, die ich hätte, ist, ich meine, in welchem Umfang kann man das sich bei Ihrer Schule vorstellen? Also natürlich, wir wissen, Sie sind auch als Medienberaterin im Land tätig, in der Bezirksregierung und versuchen, das Thema voranzubringen. Aber ich meine, ist es denn wirklich so, nach außen hat man schon den Eindruck, die Moodle-Instanz ist für die Schule wichtig. Sie zeigt ihr Gesicht auch mit dem Moodle. Aber ist es wirklich jetzt so, dass die Schule das in der gesamten Breite nutzt? Also ich bin Moderatorin der Bezirksregierung, keine Medienberaterin. Da ist ein Unterschied. Also in der ganzen Bandbreite, dass Lehrer es nutzen, Schüler und Eltern, meinen Sie? Ja. Wann kann man sich das vorstellen? Also hat es wirklich eine gewisse Bandbreite erreicht in der Schule? Ja, also das vorher auch schon, aber jetzt durch Corona noch mehr. Also die Lehrer arbeiten seit Jahren digital in Moodle, was ich auch immer nur wieder sehr praktisch finde, dass alles online abrufbar ist und kein Ordner im Lehrerzimmer steht und dann vielleicht doch nicht da steht. Also wir planen online, mit der Lehrerkommunikation ist das ganz klar. Die Eltern- und Lehrerkommunikation findet auch nur darüber statt, also auch was das angeht, ist das klar. Und die Kinder kommen jetzt noch mehr in dieses Moodle-Boot, sage ich mal. Aber auch klar ist da, was Herr Brandhofer auch schon gesagt hat, dass die Unterstützung von zu Hause auch, also dass wir da auf Unterstützung von zu Hause angewiesen sind oder wir uns darüber freuen würden. Und das ist wieder eine Sache. Wir können nicht bei jedem Kind oder die Schulen an sich können nicht bei jedem Kind davon ausgehen, dass es A, ein Endgerät hat und B, dass es überhaupt WLAN zur Verfügung steht. Und das, was jetzt der Digitalpakt angreift oder was heißt angreift, aber in die Wege führt, was ja viele Schulen jetzt auch schon Medienkonzepte geschrieben haben, was auch gut ist, war auf die Zeit vor Corona bezogen. Und jetzt haben viele zum Beispiel digitale Tafeln angeschafft oder sind jetzt dabei, das Medienkonzept darauf auszurichten. Und wenn jetzt aber danach die Schule sich ein bisschen verändert in Richtung Homeschooling, hätte man das vielleicht anders geplant. Ja, genau. Also als Herr Brandhofer eben von Risikogruppen sprach, dann dachte ich durchaus auch an, ich nenne das jetzt mal Bildungsrisikogruppen. Also sprich, in dem Fall heißt es für mich zum Beispiel eben tatsächlich die Schüler und Schülerinnen, die zu Hause eben halt tatsächlich nicht auf eine angemessene Ausstattung zurückgreifen können, wo eben halt vielleicht die Familie einen PC hat, wo dann vielleicht mehrere Kinder, Eltern ihren Homeoffice betreiben müssen, was im Normalfall irgendwie auch man hinkriegte, aber jetzt in der Situation ja dann das ganz schlecht möglich war. Insofern haben Sie die Kinder im Blick, die im Grunde genommen die da jetzt keinen Zugang ordentlich bekommen? Also die Kollegin, die diese Kinder in den Klassen haben,
die haben alles ausgedruckt und den entweder persönlich vorbeigebracht oder per Post geschickt. Und auch wieder eingesammelt, dass sie Rückmeldung bekommen haben. Ja, erfordert schon ganz schön Einsatz dann, nicht? Ja. Wenngleich ich auch von anderen Schulen gehört habe, bei denen das sozusagen der Standard auch war, dass nämlich Materialien im Sekretariat hinterlegt worden sind und die Eltern einmal die Woche zu dieser Schule gefahren sind und sich diese Materialien einmal die Woche abgeholt haben. Insofern glaube ich, muss man sehen, dass das durchaus auch ein Standard war. Ich mache den Lehrern gar keinen Vorwurf in dem Sinne. Es ist ja teilweise so, dass man die dann jetzt sehr kritisiert, aber diese Lehrkräfte haben vielleicht überhaupt gar keine Schul-E-Mail. Sie haben keine technologische Ausstattung, die in die Schule stellt oder das Land, die Bezirksregierung, der Schulträger, wer auch immer. Also wir haben eben halt einfach auch wirklich eine sehr schwierige Situation. Unsere Ministerin hier in Nordrhein-Westfalen sprach von einer desaströsen Situation in NRW. Das ist ein Zitat der Ministerin. Mich würde nochmal interessieren, Frau Aretz, Sie haben, wie gesagt, vor über 10 Jahren diese Moodle-Instanz aufgesetzt. Ernsthaft, wie haben Sie das geschafft? Ich meine, eine Grundschule als Betreiber eines Moodle-Servers ist nicht ganz trivial, oder? So lange bin ich noch gar nicht in der Schule. Also ich bin selber erst seit 2015 an der Schule. Die Christine Pann, die ist auch hier im Raum, die habe ich gerade noch davon geschrieben. Ja. Die hat das damals aufgesetzt in unserer Schule. Und die ist da einfach ganz, ganz, ganz fit drin, ist auch Moderatorin der Bezirksregierung, auch im Moodle-Treff. Und die hat das damals in die Wege geführt und auch das Kollegium an die Hand genommen. Und ist, wenn man das macht, dann trifft man im Kollegium vielleicht nicht immer auf begeisterte Blicke. Aber als ich an die Schule kam, war Moodle schon völlig gefestigt. Und seit Christine Pann woanders dann eine Konrektorenstelle angenommen hat, habe ich dann die Moodle, bin ich dann die Moodle-Beauftragte der Schule geworden und führe das einfach sehr gerne weiter. Mhm. Ja, es braucht also schon die Initiative Einzelner, die das schon auch voranbringen, die sich dann vernetzen in der Schule, die das auch als eine Gemeinschaftsaufgabe voranbringen. Das sind, glaube ich, und natürlich auch den Rückhalt der Schulleitung brauchen. Das sind immer die typischen, glaube ich, Ingredienzien, die wir brauchen, um das Thema vor Ort voranzubringen. Lassen Sie uns nochmal den Blick nochmal weiterfassen und die Frage stellen, was müssen wir jetzt tun? Was sind für Erkenntnisse jetzt auch in dieser Corona-Phase? Frau Aretz hat vorhin hingewiesen, ja, vielleicht brauchen wir ja jetzt neue Konzepte, andere auch Ausstattungsbetriebskonzepte. Herr Brandhofer, wie ist da die Diskussion in Österreich? Was gibt es momentan für Initiativen? In welche Richtung geht die momentane Diskussion? Man hört, es könnte da Initiativen geben in dieser Richtung in Österreich. Wie lange habe ich jetzt Zeit? Halbe Stunde oder so? Nee, vielleicht noch ganz kurz zur Ergänzung zu dem, bevor ich die Frage beantworte, zu dem Thema der Risikoschüler. Aus schulischer Sicht gesehen war das durchaus interessante Diskussion. Unsere Umfragen haben sie gedeckt mit jenen von der Uni Wien, dass ca. 10% der Schüler und Schülerinnen nicht erreichbar waren. Teach for Austria hat untersucht, Teach for Austria ist eine Unterstützung für schwache Schüler aus schwächeren sozialen Milieus, bei denen waren es ca. 20%. Das Interessante ist aber daran, dass in den Medienberichten dann immer geheißen hat, diese Schüler und Schülerinnen können nicht teilnehmen aufgrund der technischen Ausstattung und aufgrund des Internets. Das hat sich gezeigt, das ist nur ein Teil der Wahrheit. Manchmal war Internet und die nötige Hardware durchaus vorhanden, aber die Eltern hatten Homeoffice und die Schüler haben auf die Geräte nicht darauf zugreifen können. Oder die Schüler und Schülerinnen waren mit ihrer Familie gar nicht mehr in Österreich, sondern haben während der Zeit der Pandemie Österreich verlassen und sind zurück teilweise in ihre Heimatländer gefahren. Und manche Schüler sind auch bewusst einfach abgetaucht und waren bewusst nicht mehr erreichbar und haben das genutzt für verlängerte Ferien. Also nur an der Technik alleine ist nicht gescheitert. Das war durchaus spannend, diese Diskussion.
Ja, was uns sehr stark aufgefallen ist, was kann man daraus lernen? Zum einen das Thema Bildungsgerechtigkeit ist jetzt natürlich noch viel mehr in den Fokus gerückt. Es scheint irgendwie so, die Lehrer und Lehrerinnen kümmern sich sehr, sehr aktiv, um für Bildungsgerechtigkeit zu sorgen. Und wenn ihnen der Teppich unter den Füßen weggezogen wird, dann sieht man, wie wenig Bildungsgerechtigkeit das es eigentlich gibt und wie sehr, dass manche Schüler und Schülerinnen aus sozialen Milieus benachteiligt werden. Und das ist jetzt natürlich noch viel, viel stärker passiert. Das andere, das uns sehr stark aufgefallen ist, dass das Thema, und das sind alles keine neuen Erkenntnisse, sondern werden irgendwie nur fokussiert, dass das Thema Selbstständigkeit und Selbstbestimmtheit beim Lehren und Lernen ein ganz ein wesentlicher Faktor ist, ob die Schüler und Schülerinnen erfolgreich gelernt haben oder nicht. Das ist von der Volksschule bis in die Sekundarstufe 1, Sekundarstufe 2, können die Schüler selbstbestimmt und selbstorganisiert lernen oder nicht. Und das hat gar nicht so viel mit Technik oder Ähnliches zu tun. Das sind zwei wichtige Punkte, die uns da aufgefallen sind. Und was auch sehr stark zu spüren war, es ist sehr schnell auf eine Technikdiskussion hinausgelaufen. Didaktik und Organisation sind aber in den Hintergrund gerückt. Und dabei waren gerade diese zwei Punkte ganz wesentlich für erfolgreiches Homeschooling gerade zu Beginn. Also so Erfahrungsberichte von Eltern, dass alle 5 Minuten das Handy gepiepst hat, weil wieder eine Nachricht gekommen ist von den Schulen, waren dann natürlich wenig motivierend. Andere Schulen haben das ganz wunderbar in den Griff bekommen, haben Morgenkreise virtuell gemacht und dann asynchron weitergelernt. Und da hat es eine sehr große Bandbreite gegeben. Und ich denke, das ist auch eine Lehre für uns. Wir müssen noch mehr darauf schauen, dass wir die didaktische Diskussion vorantreiben, dass wir die Frage der Organisation an den Schulen vorantreiben. Das wird spannend. Und jetzt zum Abschluss noch das, was Sie eigentlich gefragt haben. Ja, heute soll es eine Pressekonferenz geben des Bildungsministers und es kommt tatsächlich zu einer flächendeckenden Ausstattung mit Schülergeräten kommen, allerdings Sekundarstufe 1 und dort aufsteigend. Also es betrifft mit diesem Paket, mit diesen 200 Millionen, die heute verkündet werden, nicht die Volksschulen. Aber interessant, dass Sie durchaus auch da dieses Spannungsverhältnis aufzeigen, eben halt, dass die Diskussion natürlich sich dann am Ende gerne auch wieder an der Technik festkrallt und da auch auf die Defizite hinweist, was hier auch richtig und wichtig ist. Aber gleichzeitig wissen wir, und jetzt die Forschung gibt es ja auch nicht jetzt erst seit ein paar Monaten, wissen wir eigentlich aus Jahren und ich möchte fast sagen Jahrzehnten Forschung zu dem Thema, wie sehr eben halt doch die letztlich der Erfolgsfaktor letztlich liegt in den Faktor, in den Fragen der didaktischen Konzeption, der Aufbereitung, der didaktischen Umsetzung einerseits und gerade auch der organisationalen Verankerung, der organisationalen Strukturierung dieses Themas in einer Schule. Und ich habe so ein bisschen jetzt die Beobachtung oder den Eindruck, dass die Diskussion sehr stark praktisch die einzelne Lehrkraft fordert, die einzelne Lehrkraft sozusagen unter Druck setzt, auch in gewisser Weise und auch die Erwartungen sich bezieht auf die einzelne Lehrkraft, jetzt tu doch was, jetzt mach das doch digital. Oder ich werde interviewt nach dem Motto, ja mein Gott, dann muss man die Lehrer halt schulen, so kompliziert ist das doch nicht, warum machen die nicht einfach so eine Zoom-Sitzung und das ist doch nicht so schwierig und es wird alles so getan, als ob man einfach nur dieses Tool beherrschen müsse und dann kann die Lehrkraft das doch. Und ich habe so den Eindruck, wir müssen betonen, es ist eigentlich auch nicht ein Problem der einzelnen Lehrkraft, sondern es ist eben halt ein organisationales Phänomen und wir müssen diese Organisation auch voranbringen. Also was Frau Aretz beschrieben hat, die Tätigkeit hier auch der Medienkoordinatoren oder übergeordnet auch die Medienberater, Medienberatung, das sind alles Beiträge, um ja diese Prozesse zu unterstützen. Würden Sie das auch so in dieser Bedeutung unterstützen? Vielleicht Herr Brandhofer und Frau Aretz? Das würde ich voll und ganz unterstützen und um das Bild korrekt zu zeichnen, was man natürlich dazu sagen muss, wenn die Technik nicht funktioniert, ja, ist es ein Knockout-Kriterium. Und ja, es gibt natürlich ländliche Gegenden, wo das Internet schlecht funktioniert bis nicht funktioniert und wo auch die Geräte nicht vorhanden sind. Also wir haben eine
sehr amüsante Erzählung von uns in der Nähe, wo ein Schüler im Tal gewohnt hat, wo das Internet nicht funktioniert hat. Der ist des Morgens dann immer den Berg hinaufgegangen, hat sich dort dann die Aufgaben abgeholt, dort, wo das Internet funktioniert hat mit seinem Gerät, ist wieder hinuntergegangen ins Tal, hat die Aufgaben erledigt und am Nachmittag noch einmal die Anhöhe hinauf, um die Aufgaben abzuschicken. Aber Herr Brandhofer, das können Sie auch in Essen haben. Auch die Studierenden, die berichten, dass sie mit der Bahn reinfahren zur Uni, sich vor die Unibibliothek gesetzt haben, mit dem Laptop Aufgaben runtergeladen haben und wieder in ihren Stadtteil gefahren sind, wo sie so schlechte Verbindung haben. Also das ist wirklich natürlich ein Problem. Nochmal, das würden wir als Conditio ganz sicherlich betrachten, aber gleichzeitig eben halt diese Fokussierung auf die Technik in der Annahme, dass wenn die Technik da ist, dann läuft es. Das ist halt natürlich unser Punkt, den wir immer wieder die Erfahrung haben, dass das so einfach nicht ist. Frau Aretz, wie würden Sie diese organisationalen Prozesse beschreiben können? Wie würden Sie da auch als Koordinatorin Ihre Aufgabe verstehen? Also ich glaube, dass wir da schon auf einem Weg sind. Jetzt durch Corona der Weg sich, also dass die Geschwindigkeit schneller wird. Aber das heißt noch nicht, dass der Weg kürzer geworden ist, sondern dass der Weg einfach ein anderer geworden ist, dass die Strukturen sich geändert haben, dass natürlich jeder Lehrer gefragt ist. Man kann nicht sagen, nö, mache ich nicht, sondern dass man sich im Kollegium, also erstmal im Kollegium Hilfe sucht, wenn man selber nicht weiß, Sie haben jetzt Zoom erwähnt, wie Zoom funktioniert oder wie man das macht. Aber auch darüber hinaus, nur wenn man die Technik hat, heißt ja nicht, dass die didaktische Aufgabe, die dahinter steckt, auch sinnvoll ist. Sondern da ist der Lehrer gefragt, dass er weiter die Aufgaben didaktisch sinnvoll an die Kinder bringt. Und die Medienberater, die natürlich dann von außen an die Schulen herankommen, dass die da auch sinnvoll beraten, was macht denn jetzt für diese Schule Sinn? Ist das dieses System, ist das dieses System, ist das dieses Tool? Und da ist es, glaube ich, ganz wichtig, dass die Schulen einfach wissen, wir sind nicht alleine oder wir sind nicht allein gelassen. Es gibt ganz, ganz viele Anlaufstellen, wo wir uns beraten können, wo wir Hilfe bekommen, damit auch wir uns auf diesen Weg begeben können. Mhm. Wo sehen Sie momentan denn die größten Hürden in Ihrer Tätigkeit, in Ihrem Umfeld, Frau Aretz? Also tatsächlich an meiner Schule sehe ich gar nicht so viele Hürden. Ja, das ist doch gut. Also auch da sind alle Kollegen, waren dem Homeschooling auch ganz offen gegenüber, haben die eigene Kurse erstellt mit Learning-Apps, mit Tests, dass die Kinder direkt eine Rückmeldung bekommen, was richtig gewesen ist und was sie vielleicht nochmal sich anschauen sollten. Und es war natürlich nicht so, dass alle gesagt haben, das ist jetzt keine Herausforderung für uns, sondern auch sie haben gesagt, wir müssen uns da erstmal reinarbeiten. Ich glaube, dass es so flächendeckend dass das Öffnen ist für das digitale Arbeiten, für wir schauen uns beim Homeschooling natürlich auch die Kinder an, aber auch, dass man ja das Kind nicht mehr jetzt in den letzten Wochen Gesicht zu Gesicht hatte, sondern dass die Kinder soweit, dass die persönliche Bindung da ein bisschen nicht mehr vorhanden war. Und in der Zukunft glaube ich eher, dass die Schulen sich einfach trauen, da den Weg zu gehen. Und ich glaube, dass da die Schwierigkeit ist, erstmal, dass die meisten Schulen noch kein funktionierendes WLAN haben, was schnell genug ist, dass wenn die Kinder auch in der Schule Aufgaben an den Endgeräten bearbeiten, die ja schon teilweise bestellt wurden, aber wenn es kein WLAN gibt, dann oder kein WLAN, was gut genug ist, dann können halt nur zwei Kinder parallel arbeiten und nicht eine ganze Klasse. Dass es daran erstmal, also die Hürde muss erstmal genommen werden, damit Lehrer sagen,
wir können uns da noch mehr vorstellen, daran zu arbeiten. Ja. Also da ist es dann wieder die Technik. Also wenn die Technik nicht da ist, genau. Oder die Struktur. Ja. Ja. Ich meine, die Ministerin hat ja eben halt vor 2 Wochen mitgeteilt, dass ja bereits 800 Schulen jetzt die Lehrkräfte eben E-Mail besitzen würden. Mhm. 800 von 2500 Schulen sind also bereits ausgestattet mit E-Mails für Lehrkräfte, und sie kündigte an, dass demnächst sogar Schüler jetzt also auch E-Mails erhalten würden. Also sprich, da ist schon noch viel zu tun, und die LMS-Anbindung, die Sie erwähnten, durch Moodle, durch das Land, sind ja auch erst einzelne Schulen, die entsprechend eine Anbindung haben. Sie haben das nun als einzelne Schule ja sozusagen von sich aus aufgesetzt. Ja. Aber hier ist doch, also gerade auf der Landesebene, schon enorm, wie langsam dieser Prozess tatsächlich ist. Und interessant ist ja eben, in Deutschland wird ja immer gerne behauptet, der Datenschutz wäre hier verantwortlich für diese Zurückhaltung. Mhm. Mittlerweile hört man Datenschützer, die sagen, wir wollen das nicht immer schuld sein. Wir sind gar nicht die Bösen bei dem Spiel. Natürlich weisen wir auch Probleme hin, aber es ist gar nicht so, als ob wir verbieten würden, bestimmte Tools. Wir haben also tatsächlich, glaube ich, ein Einstellungsproblem, und wir haben tatsächlich eben halt doch eine spezifische Zurückhaltung gegenüber digitaler Technologie in der Bildung, ganz speziell, glaube ich, in Deutschland. Und insofern würde mich interessieren, welche Rolle spielen eigentlich die Eltern bei dieser Entwicklung? Sind die Eltern hier eigentlich unterstützend oder eher behindert in dieser Entwicklung? Welche Erfahrungen haben Sie da gemacht, Herr Brandhofer, in Österreich? Die Rolle der Eltern, können Sie dazu was sagen? Sind das starke Player in dieser Konstellation? Gute Frage. Also wir haben eine Untersuchung gemacht, wie es mit den Hindernissen für ein erfolgreiches Homeschooling aussieht. Und ich denke, dass die Eltern, es gibt eine ziemlich große Bandbreite, würde ich sagen. Es gibt manche, die das sehr stark vorantreiben würden und noch viel mehr und intensiver nutzen würden. Andere wiederum sind durchaus zufrieden, wenn es Papieraustauschsysteme gibt und die Schüler und Schülerinnen bzw. die Eltern dann die Materialien während der Schulschließungen von der Schule abholen konnten. Aufgefallen ist uns, dass wir wenig Erfahrung hatten zuvor über die Ausstattung in den Elternhäusern, und das natürlich verabsäumt wurde, aber man hat auch nicht damit rechnen können, dass es kommt. Und eben solche Themen wie Internet, Computer ist der eine Teil, aber auch Druck, also ein ganz wesentlicher anderer Teil, wenn Materialien kommen, die zu Hause ausgedruckt werden sollen und der Drucker dann nicht vorhanden ist. Dann ist es auch wieder aus gesundheitlicher Sicht ein gewisses Risiko, wenn ich dann zu den Großeltern gehen muss, Materialien ausdrucken oder gar in die Firma fahren oder anderes. Also hier sind wir eigentlich, denke ich, und ich glaube, das wird in Deutschland nicht anders sein, relativ schlecht vorbereitet, weil wir die Daten nicht kennen, wie es mit der Infrastruktur vor Ort ausschauen würde. Das ist die Infrastrukturthematik, das andere ist aber auch die Einstellungsthematik, eben halt über die Schulkonferenzen und andere Gremien haben Eltern ja doch auch starken Einfluss in der Frage, wie Schule sich aufstellt bei dem Thema. Also sprich, Eltern können einfach verhindern, dass Schulen WLAN bekommen, und haben das ja auch in der Vergangenheit mehrfach getan. Also sprich, Eltern haben dafür gesorgt, dass Schulen eben halt nicht entsprechend digital ausgestattet wurden. In anderen Fällen haben Eltern dazu beigetragen, dass Schulen über Industriespenden oder andere Möglichkeiten unbürokratischen Zugang zu Technologie halten. Also sozusagen die Rolle der Eltern ist mir auch nicht so ganz klar bei der Situation. Insbesondere ist mir nicht ganz klar, wer eigentlich sozusagen wirklich für dieses Einstellungsproblem in Deutschland, ich weiß nicht, verantwortlich ist oder wie man das nennen kann. Der eine weist auf den anderen, der sagt, wir wollen das nicht. Die Eltern sagen, die Lehrer machen das nicht. Die Lehrer sagen, die Eltern machen das nicht. Die Schulleitungen sagen, der Datenschutz erlaubt uns das nicht. Das Land sagt, der Personalrat erlaubt uns das nicht. Also das ist sozusagen irgendwie eine spannende Konstellation von einem Netz von Akteuren, die letztlich eben halt das verunmöglichen. So könnte eine These sein. Wie gesagt, ich versuche mich dem Phänomen zu nähern, warum es
Einzelschulen gibt, die so erfolgreich sind, wie Frau Aretz das beschreibt, aber dass wir im Ganzen sozusagen doch diese Schwierigkeiten haben. Gibt es Ideen von Ihnen, wie man dieses Einstellungsproblem beschreiben kann, oder sehen Sie das anders? Na, ich sehe das ganz ähnlich, und das ist eine Frage, die wir schon sehr lange und sehr intensiv diskutieren, auch in der Lehrerschaft. Das heißt also, die Einstellungen der Lehrer und Lehrerinnen, Sie kennen dieses Will-Skill-Tool-Modell wahrscheinlich von Knesset et al., dass die Selbstwirksamkeitserwartung ein ganz wesentlicher Punkt ist, ob ich als Lehrer innovativ bin oder meinen Unterricht so gestalte, wie ich ihn gestaltet habe. Und die Frage, die wir uns immer wieder stellen, ist: Wenn ich Lehrer werde, werde ich es deswegen, weil ich so digital innovativ bin, oder werde ich es aus anderen Gründen? Und ich denke, dass das nicht das Kriterium ist. Ich bin jetzt digital sehr kompetent und möchte mich in diesem Bereich auch weiter beruflich verbessern und vertiefen, sondern es sind viele, viele andere Argumente. Und dieses Selbstverständnis, was muss ein Lehrer, eine Lehrerin können, da fehlt wahrscheinlich dieser Bereich. In der Ausbildung und bei Beginn des Studiums, bei der Studienwahl. Ja, gut. Also, Frau Aretz, wir kommen schon zur Schlussrunde. Was würden Sie sich wünschen? Welche Maßnahmen erscheinen Ihnen besonders wichtig jetzt, wenn wir weiter vorangehen? Was würden Sie empfehlen, in welche Richtung man weiterarbeiten muss? Also ich habe noch einen Punkt, den ich gerne an den Herrn Brandhofer direkt anknüpfen möchte. Ja, bitte, genau. Dass die Lebenswirklichkeit der Lehrer, als sie Kinder waren, deren Kindheit ja eine andere gewesen ist als die Kindheit heutzutage, und dass wir als Lehrer eigentlich die Verantwortung haben, die Kinder auf die Lebenswirklichkeit vorzubereiten. Und das ist nicht nur Kreide, jetzt mal überspitzt gesagt, sondern auch den Umgang mit Medien und diese Medienerziehung vorzunehmen. Und ich finde, da kann man, auch wenn die persönliche Einstellung eine andere ist, ist es im Beruf einfach so, das gehört zum Beruf dazu von einem Lehrer, dass er heutzutage mit den Kindern sich damit auseinandersetzt und die Kinder in die richtige Richtung führt. Und ich glaube auch, dass die Eltern, also die Eltern, die ich bis jetzt kennengelernt habe, die waren immer sehr dafür, wenn irgendwelche digitalen Neuigkeiten in der Schule vorgestellt wurden. Also da habe ich mit dem Herrn Buchner zusammen bei mir mal ein Virtual Reality Projekt gemacht. Und da war natürlich vorher die Frage, ich habe das mit den Eltern abgesprochen oder abgestimmt. Und da war die Begeisterung groß. Also ich glaube, solange Eltern, Lehrer, Schulleiter sehen, dass Digitalisierung nicht mehr Arbeit oder nicht nur mehr Arbeit bedeutet, sondern auch Arbeitserleichterung und strukturelle Veränderungen, die zur Klarheit führen oder zur Arbeitserleichterung führen, dann sind wir auf einem guten Weg, dass die Digitalisierung oder die Schule mit Digitalisierung gut umgehen kann. Ja, also ein Plädoyer für die Wichtigkeit eigentlich, sich mit den digitalen Medien in unserer Gesellschaft auseinanderzusetzen, und ein Plädoyer dafür, das auch mit ganz konkreten Beispielen zu zeigen, aufzuzeigen, wie es gehen kann, auszuprobieren auch, was möglich ist, genau, in der gemeinsamen Diskussion. Herr Brandhofer, was wären für Sie Punkte, wo wir weiter diskutieren müssen, wo wir weiter am Ball bleiben müssen, wie die Diskussion sich weiterentwickeln sollte? Gut, einige Punkte habe ich schon erwähnt. Selbstwirksamkeit, ja. Selbstbestimmtheit der Schüler und Schülerinnen beim Lernen. Was mir besonders auffällt, ist, dass manche Kinder, die sehr schüchtern, sehr zurückhaltend sind im Regelunterricht, plötzlich aufblühen beim Distanzunterricht und plötzlich ganz ein anderes Schulerlebnis haben. Also auch hier gibt es wieder eine Erzählung von einer Volksschuldirektorin, von einem Kind, das selektiven Autismus hatte, das in der Schule nie gesprochen hat und auch bei der Videokonferenz nicht gesprochen hat, aber die Stimme hat die Lehrerin von dem Kind das erste Mal gehört im Anschluss daran, als das Kind dann ein Video aufgenommen hat und ihr geschickt hat. Also es gibt plötzlich neue Spielräume für Kinder, die sehr zurückgezogen sind, eher zurückhaltend sind. Und da hat es durchaus auch
positive Effekte geben, und das sollte man vielleicht noch näher unter die Lupe nehmen und sich genauer anschauen. Mhm. Anderer Punkt, viele Schüler und Schülerinnen berichten, sie lernen jetzt effektiv, effizient und sie lernen mehr in kürzerer Zeit. Das sollte uns zu denken geben und auch darüber sollten wir diskutieren. Und was ich besonders spannend finde, sind alle jene Schulen, die so dieses, das Paradigma war am Anfang, wir müssen das Lernen aufrechterhalten, wir müssen schauen, dass die Lernziele erreicht werden und müssen schauen, dass die Stundenziele erreicht werden und die Jahresplanung umgesetzt wird etc. pp. Und viele Lehrer und Lehrerinnen, Direktoren und Direktorinnen haben das sehr schnell bemerkt, eigentlich geht es gar nicht darum, sondern viel wichtiger wäre, was die Diane Aretz vorher schon gesagt hat, das Kontakthalten mit den Schülern mindestens ebenso wichtig ist, mit den Lehrenden und das Kontakthalten untereinander, der soziale Austausch. Und das ist eine wesentliche Funktion von Schule und das sollten wir bei der ganzen Diskussion nicht vergessen, denke ich. Und das ist auch möglich mit digitalen Medien, dieses Kontakthalten. Ja, also ich glaube, es ist nochmal wichtig, auch, dass Sie nochmal aufgezeigt haben, diese Situation des Lernens mit digitalen Medien eröffnet auch neue Möglichkeiten, auch vielleicht unterstützt es sogar manche Menschen in ihrer Situation. Also wir schauen da oftmals aus so einer Defizitperspektive daraus, was das Digitale nicht möglich macht, aber vielleicht schafft es ja auch an bestimmten Punkten Möglichkeiten, die wir anderswo nicht haben. Und es ist eben halt nicht nur eine Perspektive, um Material zu verteilen und rauszuhauen, sondern eben gerade auch diese soziale Dimension zu nutzen und zu gestalten, ist im Grunde natürlich schon auch eine spannende Sache. Ja, wir haben, glaube ich, einen schönen Einblick nehmen können in die aktuelle Diskussion im Primarbereich, aber eigentlich im Grunde genommen sind dort die Fragen ja gar nicht grundsätzlich anders, wie wir, glaube ich, heute auch wieder gemerkt haben. Wir pendeln immer wieder zwischen den Fragen, wie können wir technische Voraussetzungen schaffen, wie müssen wir gleichzeitig auch aufrechterhalten die Forderung nach einer Didaktisierung, nach einer didaktischen Gestaltung dieser Umgebungen, wie können wir mit den Akteuren zusammen diese Chancen ausloten, wie können wir die Menschen mitnehmen. Also offensichtlich sind diese Themen immer wieder durchgehend relevant in allen Sektoren. Aber wir sehen ja in dieser Serie von Einblicken in die verschiedenen Bildungssektoren, dass es natürlich auch unterschiedliche Rahmenbedingungen und Voraussetzungen gibt. Und insofern möchte ich mich ganz herzlich bedanken, dass wir heute die Möglichkeiten hatten, einmal einen spezifischen Blick auf die Grundschule, auf die Volksschule zu nehmen. Danke Ihnen beiden, die heute mitgemacht haben.